Schon wieder ein Lied von mir. Kommt es gar nicht Philomena. Hey, Dora, jetzt Luda. Sag einmal, hörst du schlecht? Dreimal hab ich jetzt schon geschrien. Ehrlich? Ja. Ich hab dich gar nicht gehört. Ja, das hab ich gespannt. Was? Ich hab nämlich geübt. Kannst du mir sagen, was du geübt hast? Singen oder lesen? Natürlich lesen. Singen kann ich doch schon. Soll das ein Gesang gewesen sein? Und freilich? Oh Gottes Willen. Wir tun jetzt einen noch weh. Jesus noch. Also du hast ja überhaupt keine Ahnung. Jetzt pass auf. Ja, jetzt pass auf. Letztes Jahr, gell, da war bei uns in der Sommerfrische eine. Die hat was verstanden von Gesang. Mhm. Die hat nämlich gesagt, ich habe einen ausgesprochenen Metzger-Sopran. Die muss ja auch schon gehabt haben, es wäre ein Straubinger Sau. Du, okay. Kannst du überhaupt nicht mitreden? Du bist ja ein Depp. Oh, dass du mich immer bei meinem Vornamen nennen musst. Jetzt brauchst du bloß sagen, dass du kein Depp bist. Warum? Wer zum Beispiel hat denn heute Nacht an meine Kammer kommen wollen? Hä? Wer? Ja, wer hätte jetzt das sein sollen? Ach so, ja, ich wollte gehen. Mhm. Und warum bist du dann nicht gekommen? Ich bin ja gekommen. Was? Eine geschlagene. Drei Viertel. So lang? Minuten. Habe ich an deiner Tür geklopft. Aber du hast nicht aufgemacht. Wirklich? Ja. Dann muss ich schlafen. Eben, sag ich doch. Verstehe. Ja. Also jetzt pass auf. Ja, jetzt pass auf. Wir haben ausgemacht, dass du um 10 Uhr zu mir an meine Kammer kommst. Ich war ja um 10 Uhr da. Um 10 vor 2 Uhr. Sag einmal, du Depp, warum bist du auch nicht um 10 Uhr gekommen, wie es ausgemacht war? Da hab ich geschlafen. Also? Hab ich doch recht. Bist doch ein Depp. Ja, vielleicht stimmt's. Ja, aber dabei kannst du mir jetzt leicht ein Puzzle geben. Ja. Jetzt geht's leider nicht. Warum geht's jetzt leider nicht? Weil ich muss. Was musst du? An einen Platz, wo der Mensch nicht zu zweit sein kann. Hä? Das darf ja nicht wahr sein. Immer wenn ich mit ihm lieb sein will, dann geht er. Das ist ja ganz gut, dass du gerade kommst, Bärin, weil so? Ich musste nämlich bezüglich meines Ausgangs heute Abend fragen, ob ich heute fortgehen darf. Du musst nicht überall dabei sein. Und außerdem, wir sollten heute auf die Nacht die Viecher versorgen. Du? Was, ich? Ja, zum Beispiel. Oder auch der Bauer. Ja, der pennt doch sowieso den ganzen Sonntag. Ja, sag einmal, woher nimmst denn du die Frechheit, dass du es weißt, in 14 Tagen schaust du mal andere Arbeit um? Dass das du musst. 14 Tage brauche ich gar nicht mehr warten. Ne? Ich hab's nämlich wirklich nicht notwendig, dass ich da am Hof den Trottel spui. So. Wenn ich auch einer bin. Ja, da schau her. Jetzt hör ich einmal. Jetzt sag ich dir was. Junges. Schönes. Intelligentes Mädchen, das auch etwas kochen kann, zu kinderlosen Ehepaar nach München gesucht. Hä? Ui, da geh ich hin. Ein Schiff haben die auch. Was? Ja, da, steht's noch. Schiffre. Sag einmal, wo steht denn da schön? Steht
Das ist nicht drin. Na? Na, gehört's aber nein. Und du glaubst, du könntest ausgerechnet so einen Trampi wie du bist brauchen? Oh, geh, du kannst doch gar nicht kochen. Moment einmal. Was kann ich? Ich kann nicht kochen. Na? Dann fragst du mal meine Sei, ob ich nicht kochen kann. Jetzt pass mal auf. Wer kocht denn bei uns das Saufutter? Ich. Und wer hat denn bei uns das Saufutter gekocht, wie ich einmal nicht da war? Du. Und wer hat das Saufutter dann gefressen, weil es unsere Sei nicht mehr haben? Mir. Jetzt frage ich dich, ob ich nicht kochen kann. Jetzt schaust du aber, dass du an der Arbeit kommst. Ja, ich gehe schon. Und danach gehst du ein bisschen spazieren mit meinem Kind, mit Bäderl, gell? Aha. Und was ist bitte mit meinen Ausgang heute Abend und so? Ha? Also wenn meine Schwester der Arbeit macht, dann soll es mir gleich sein. Ui. Ha, na ist meine Freizeit schon wieder gerettet. Weil deine Schwester, gell, das ist ja so eine Nette. Das ist kein so ein... Ja. Jetzt hätte ich bald Tragen gesagt. Sag einmal. Freches Frauenzimmer, freches. Wen meinst du denn? Geh, wen wär den Morner? Die Philomena halt. Komm, jetzt reg die wegen derer nicht auf. In deinem Zustand. Ach. Die ist schon recht, so wie sie ist. Ja, freilich, du musst dir natürlich wieder helfen. Glaub mir's, wenn die einmal heiraten, dann wird's bestimmt ganz anders. Was? Die und heiraten? Wer glaubst denn, dass die mag? Ja, der Hirs natürlich. Der Hirs? Ja. Ja. Die zwei passen gut zusammen. Ja. Na, so ein Unglück. Was? Ja, gibt's jetzt das? Was ist denn? Was ist los? 10.000 Tote bei einem Erdbeben. Was? Wo denn? In China. Na so. 1871. Glaubst du das hier? Du wirst da so ein Depp sein. Ja, na, stimmt's doch. Was stimmt? Dass ich ein Depp bin. Die Philomena sagt's auch immer. Ja, was so. Da bist du ja. Ja. Sag mal, wo warst denn du? Bei den Lehrer. Was für den Lehrer? Bei den Entlehrer. Glaubst du, du bist doch. Ein Depp, ja, ich weiß. Eine Zwischenfrage bezüglich meiner Freizeitgestaltung für heute Abend. Habt ihr das schon ausgeredet? Darf ich zügeln? Nein, hab ich gesagt und dabei bleibt. Das ist die Grund. Nächstes Fort, oder was? Ja, natürlich. Aber wenn's bei ins Kino gehst und einen Sexfilm anschaust, geh auch mit. Du? Sowieso. Ein Sexfilm? Freilich. Was tatst denn du in einem Sexfilm? Ich dreh gleich auch mal anschauen. Außerdem kannst du nicht einmal bis 7 zählen. Ah, da muss ich ja lachen. Ich kann nicht bis 7 zählen. Nein, wirklich nicht. Was? Also, los, komm, raus. Jetzt gleich. Ja, sowieso, fang an, da. Hier, zeig, was kannst. Auf geht's. Sofort. Ganz schnell. Wie ist das, glaube ich, da angegangen? Nein. Hab schon. 1, 2, 3, gesoffen. Nein, wirklich nicht. 1, 2, 3, also das mag jetzt nichts zum Saufen. Nein. 4, ne? Ja. 5. Und, weiter? 6 Filme. Tatsächlich. Also geh mit ja. Mir. Zeige dir bis weiter. Geh nicht die schön. Übrigen, was denn? Jetzt für dich allerhöchste Eisenbahn. Die Sommerzeit ist da, du musst die Uhren umstellen. Ja, das mache ich nicht mehr, so habe ich vorher gesagt gemacht. Da hat mir die Bayerin eine runtergehauen. Wieso denn? Weil ich die Gas und Wasser auch umgestellt habe. Na, was hab ich da gesagt? Ja, was ist das, Peppi? Hm? Bei dir ist es das Gleiche. Was? Ja, du kannst da langsam ans Heiraten denken. Hm? Was ich? Meinst du? Möchtest du mir sagen, wen? Okay, der darf sich schon finden. Da wäre zum Beispiel... Na, Dankeschön, den muss ich nicht haben. Du weißt ja gar nicht, wen ich mein. Ja, den Dullinger Theo, wenn sonst. Ja, genau. Und? Und? Der Theo und ich, das kann ich dran zu denken. Okay, warum magst du den nicht? Erstens ist er der leichtsinnigste Bursch auf der ganzen Welt. Zweitens hat er schon unzählige Liebschaften gehabt. Weil er noch nicht die richtige gefunden hat. Drittens geht er jeder Arbeit aus dem Weg. Viertens, ja, viertens. Aha.
Jetzt weiß nichts mehr, gell? Naja, viertens weiß ja nicht einmal, ob er mich mag. Von Liebe ist bei uns noch nichts geredet worden. Oh mein, im Gegenteil. Wenn wir 5 Minuten beieinander sind, dann streiten wir schon so, als ob wir 25 Jahre verheiratet waren. Herr Mai, du bist heute unerträglich und duldest keinen Widerspruch. Ja, ich bin ja auch deine Schwester. Willst du vielleicht sagen, dass ich unerträglich bin? Mit dem Theo kann man nicht auskommen. Sag ich weiß, sagt er schwarz. Und außerdem, wenn ich einmal heirate, dann möchte ich das ein richtiges Mannsbild haben. Und nicht so ein Waschlappen, der das Gespött vom ganzen Dorf ist. Geht es jetzt gegen meinen Mann, den Bäder? Freilich. Sag einmal, weißt du eigentlich, wie die Leute euren Hof heißen? Na? Das ist der Pantoffelhof. Ach. Ja, und der Bäder ist der Pantoffelbäder. Okay, das ist... Das ist die Wahrheit, Schwester. Halt's dem Mann ein bisschen zu kurz, ha? Ja, der mag's ja nicht anders. Meinst du? Ja. Ah ja, mir geht's ja nicht so. Aber nach meinem Geschmack wäre solche eh nicht. Herein. Da schau her, der Herr Dullinger. Mhm. Wo ist denn der Bäder? Im Wirtshaus spielt der Schafkopf, aber warum? Auf geht's, dann holen Sie. Ich? Bin ich vielleicht Ihr Dienstbote oder was? Ja, dann lassen Sie es bleiben. Ja. Schicken Sie nachher, ich muss ihn haben, tot oder lebendig. Also wenn Sie es so dringend brauchen, dann gehen Sie doch selber runter zum Wirt und reden Sie mit ihm. Hm? Das nutzt mir nichts. Da muss ich ihn haben, da herin in der Stumm. Traurig nur, dass da zwei Weiber miteinander sitzen und kannst keine davon brauchen. Herr Dullinger, das ist eine... Gemeinheit, ich weiß. Bleib sitzen. Sie brauchen sich deswegen nicht zu entschuldigen. Ja, die schickt ja der Himmel. Nein, mich schickt der Kuhstall. Pass auf, jetzt setz einmal deine zwei linken Blattfüße in Bewegung. Ja. Und lauf so schnell du kannst zum Wirt rüber. Da spielt der Schaf Herrkopf. Was ist? Ah, ich meine, da spielt der Herr Schafskopf. Sagst du ihm, er soll so schnell wie möglich zu mir da herkommen. Mhm. Und was mache ich mit dem Kind dabei? Ja, gib's her. Dieses Jammerprodukt menschlicher Leidenschaft. Ich heb's dabei. Also gut, Moment einmal. War das jetzt eigentlich gerade ein Befehl? Ja. Ja, und ein Befehl, das ist ja eigentlich wie ein Auftrag, gell? Ja. Ja, und für jeden Auftrag muss man zahlen. Los, der Magen, das wird der Flügel machen. Gut, jetzt holen. Ja, wo ist er denn jetzt? Ihr werdet doch nicht rein ins Wirtshausgrenze. Ach so, er hat sich an das liebende Mutterherz geflüchtet. Na, wie sie den Buben gehalten haben. Ich hätte ihn vielleicht dabei ans Fensterkreuz hängen sollen zum Trocknen. Übrigens, der ist nass. Mit einer kann man gar nicht reden. Umgekehrt, mit ihnen kann man nicht reden. Weil sie wegen jeder Kleinigkeit beleidigt sind. Außerdem legen sie jedes Wort auf die Waagschale. Aber sie sind halt nur... Was nur? Nur ein Weibsbild. Weil wo nur der Bäder bleibt. Ja, er ist ja schon unterwegs. Philomena. Du ihn noch vorher trockenlegen, ha? Gut, mach ich. Ja, halt, halt, halt. Wo willst denn du mit dem Kind hin? Das hast du doch gehört. Trockenlegen muss ich und dann geh ein bisschen spazifizieren mit dir. Spazieren? Ja, freilich. Also gut, aber nur um den Hof rum. Höchstens bis hinter zum Obstgarten. Aha. Wenn ich dich rufe, musst du mit dem Kind sofort wieder da sein. Gut. Ist das schon wieder ein Befehl? Ja. Da hast du noch mal einen Magel. Gut. Jetzt mache ich einmal Magel einen Hofrundgang. Also das ist wirklich unglaublich. Sie schaffen auf meinem Hof anders, wie wenn es der Ihre wäre. Ja, Peter, Gott sei Dank. Sag einmal, wo bleibst du denn so lang? Warum, wo brennst denn? Weil wenn's nur brennen tat. Das schönste Erdbeben ist ein Schmarrn gegen das, was mir passiert, wenn du mir nicht hilfst. Ja. Peter, du bist mein Freund, du darfst mich nicht im Stich lassen. Das versteht sie doch von selber. Ja, das heißt, wenn sie in meiner Macht steht. Sitz dich mal her, dann sag es dir. Ja. Es steht nämlich in deiner Macht. So? Und kostet dich keinen Pfennig. Das ist schön. Aber vielleicht kann ich Ihnen helfen. Sie? Ja. Ausgeschlossen. Warum? Weil Sie, holde Jungfrau, das gar nicht haben können, was ich brauche. Vielleicht kann ich es mal für Sie anschaffen. Sie wissen ja, für Sie bin ich zu jedem Opfer bereit. Also gut, haben Sie ein Kind? Was? Können Sie innerhalb einer Stunde ganz kriegen? Nein, natürlich Sie können es nicht, als es an Start. Peter, Freund, ich brauche unbedingt ein Kind. Ja, dann schafft er halt eins an. Nein, ich brauch's da, jetzt sofort. Also sei so gut, hilf mir und leih mir deine Frau. Was?
Meine Frau! Bäder! Und dein Kind, nur für 8 Tage. Bäder, ich lass mich nicht herleihen. Ja, geh, was soll denn der Blödsinn? Das ist kein Blödsinn. In einer Viertelstunde kommt mein Onkel. Bis dahin muss ich Haus und Hof haben, dazu eine Frau und ein Kind. Du, Bäder, hast das alles. Bist mein Freund und musst mir alles für 8 Tage leihen. Alles andere erzähle ich dir später. Ja, was meinst du, Riesel? Der mir ihm den Kleinen gefallen. Sag einmal, spinnst denn du? Ich lass mich doch nicht herleihen. Es passiert Ihnen doch nichts. Sie kommen ja ungeöffnet zurück. Ja, schon. Nein, nein und 100-mal nein. Peter. Ja, ich möchte schon, aber wenn sie einmal nein sagt. Ja, schafft Zeiten, seid doch froh, wenn's der Alte mal für 8 Tage losbringt. Jetzt klang's aber dann. So helfen Sie mir halt. Ja. Spielen Sie halt für 8 Tage, meine Frau. Ich weiß doch gar nicht, was eine verheiratete Frau zum Tor hat. Nein, das ist doch nicht so schwer. Da fragen Sie halt Ihre Schwester. Mein Gott, was tue ich denn? Um Gottes Willen. Was denn? Jetzt kommt der Zug mit meinem Onkel. Also pass auf. Ich hole jetzt meinen Onkel vom Bahnhof ab. Dann schleppe ich den zu euch her. Und wenn mir niemand hilft, dann lasse ich Frau und Kind sterben und bin trostloser Witwer. Und ihr seid schuld. So ein Bazi. Ja, aber ein guter Bazi. Oh, Gebäder. Seine Frau leiht mir doch nicht her. Ja. Da muss ich der Teres aber schon recht geben. Jetzt stell dir mal vor, was in der Zeit alles passieren kann. Meinst du? Ja. Und wenn's bloß um die 8 Tage allein gehen? Eben. Sind doch bloß 8 Tage. Aber zu den 8 Tagen gehören auch 8 Nächte. 8 Nächte? Ja. Nein, also das geht nicht. Na also. Nein. Ja. Ja, dann. Peppelein. Was? Ja, schau, dann wird halt nichts anderes übrig bleiben. Dann musst halt du 8 Tage lang Frau Dunninger spielen. Ja. Ha, ich denk nicht im Traum dran. Herrschaftszeiten. Eine von euch zwei muss doch. Ich muss gar nichts. Ich auch nicht. So hört unseren Traum bitte Philomena nehmen. Ja. Aber mir lassen wir nur mit dem Schmarrn. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Frau Dunninger. Geh weiter, Riesel, komm, red dir zu. Schau, geholfen muss dem Theo werden. Das bin ich ihm einfach als Freund schuldig. Hat er sich Frau und Kind eingebrockt, soll das er auslöffeln, gell? Verdammte Weibsbrüder! Man geholfen muss dem Theo werden. Entweder so oder so. So, okay, jetzt komm rein und fühl dich bei mir. Ja, alle, ja, ja, ja. So schaut's aus bei dir. Brav, Respekt. Ich muss konstatieren, dass ich mein Geld nicht umsonst ausgeschmissen hab, gell? Alles blitzblank sauber. Hier scheint eine liebende Frauenhand zu schalten und zu walten, gell? Wo ist denn deine Alte, hä? Also Onkel, eine herrliche Aussicht haben wir da, das musst du unbedingt anschauen. Ja. Schau, rechts da drüben, das ist der Bahnhof, wo du angekommen bist. Links davon, das ist die Schule. Ja, das ist alles ganz schön, aber ich möchte ja wissen, wo die Kirche ist. Die ist da oben am Berg, das ist das große Haus, wo an der Uhr der Turm dran hängt. Das ist alles schön, aber ich möchte wissen, wo... Wo das Amtsgericht ist. Herr, sag doch einmal, ich möchte wissen, wo deine Alte ist. Meine Alte. Du meinst damit meine Frau, gell? Ja, ja, da sollen ja gleich alle Kanarienvögel junge Katzen kriegen. Natürlich meine ich deine Alte, du Lalle, du Blätter. Du möchtest also wissen, wo meine Alte ist? Ja, das möchte ich gern wissen. Ja, das darf ich selber gern wissen. Aha! Ist ja gut, ich weiß nicht, wo deine Frau rumläuft. Nein, wo die noch rumläuft, das weiß ich wirklich nicht. Ja, das können wir für später aufheben. Jetzt mag ich ein bisschen niederlegen, von der Fahrt bin ich mir. Was ist da mein Zimmer? Nein, Onkel, da schlaft der Verwalter. Der Verwalter? Mein Lieber, du gibst es aber Nove. Und wer schlaft da? Da drin schlaft die Magd. Die Magd? So. Wie alt ist denn die? Aber Onkel. Na, fragen wir, wir wollen noch dürfen, oder? Schau, da geh mit, Onkel. Da die Treppen auf, da geht's zu deinem Zimmer. Gell? Aha, da legst du jetzt ein bisschen hin. Ja. Und wenn's dann Hunger hast, dann schrei ich dir, gell? Ja, na, ja. Wann weißt denn du, wann ich Hunger hab? Was
Gott sei Dank. Jetzt hab ich noch ein bisschen Zeit, bevor ich mich aufhing. Psst, Theo, was ist? Ist die Luft rein? Vorläufig schon. Ja. So, darf man wieder rein zur Eigenstunde? Aber selbstverständlich. Ist erlaubt, dass man reinkommt. Bitte, Fräulein Peppi. Sag einmal, Theo, magst du uns nicht langsam mal erklären, was das Ganze zu bedeuten hat? Ja. Aber natürlich, bitte Platz zu nehmen. Ja, wollt ihr noch fragen? Ja, sag einmal, was steht denn hier umeinander, ihr faule Bagage? Ha? Was? Schaut, dass an eurer Arbeit kommt, auf geht's. Komm, geh in den Stall, du kümmert dich um deine Schweinderl. Schweinderl? Und du schaut nach dem Kind, komm, was? Vielleicht ist er nass oder so was. Ja, nix wie Ehrgabe mit den Dienstboten, das gibt's doch nicht. Du führst aber ein strenges Regiment, mein Lieber. Ja, das muss man schon, Onkel, sonst kommt man ja zu nix. Recht hast du, bist ein echter Dullinger. Onkel, was? Wolltest du nicht hinlegen? Ja, Frau, ich leg mich auch nieder. Ich wollte bloß sagen, dass mein Koffer noch am Bahnhof drunter ist, den muss man holen. Ja, brauchst keine Angst haben, Onkel, wir lassen deine Koffer nicht stehen. Ja, also gut, dann legen wir jetzt nieder. Ja. Also nachher. Ja. Machen wir das gleich. Komm, zwei! Ja, was ist denn? Lass raus! Sag einmal, wer war denn das alles, wo du da so zusammenputzt hast? Hm? Das war der Verwalter. Der Verwalter. Und die Amme fürs Kind. Aha. Und die Saumagd. Die Saumagd? So eine schöne Saumagd hast du? Da werden sich ja die Schwendern freuen, wenn die Magd da wegkommt, gell? Hark, da möchte ich direkt eine Sau sein. Jetzt kommt rein. Also so geht es fein nicht mehr, lieber Theo. Ja. Da werden wir in seinem eigenen Haus raus und reingeschmissen. Und aus mir macht er Saumagd. Alles, was recht ist. Bitte schön, jetzt seid's mir halt nicht besser. Ich möchte euch ja alles erklären. Ja, das wollen wir auch hoffen. Sei so gut. Ja, also dann sitzt euch her. Also passt's auf. Mein Onkel hat eine große Brauerei in München und keinen Erben. Ich bin sein einziger Neffe und hätte die Brauerei später mal übernehmen sollen. Mhm. Ich mag das Bier ganz gern, wenn es fertig ist. Aber wie es gemacht wird, das ist mir wurscht. Mhm. Will ich also meinem Onkel gesagt habe, dass ich lieber ein Landwirt werden möchte, war er damit einverstanden. Er hat gesagt, gut, Bub, suchst du einen schönen Hof, von mir kriegst du das Geld. Ja, dann habe ich eine Zeit lang gewartet. Dann habe ich dem Onkel geschrieben, dass ich einen schönen Hof gefunden habe für 120.000 Mark. Mhm. Der Onkel hat mir das Geld geschickt. Weil ich aber, wie ihr wisst, immer ein großer Feind der Arbeit war, habe ich das ganze Geld verputzt. Was? Was? 120.000 Mark? Ja, das geht schnell, wenn man will. Ja. Und weiter? Ja, wie er also restlos pleite war, habe ich dem Onkel geschrieben, dass an meinen Grund ein Eichenwald angrenzt, der sehr günstig zum haben wäre, für nur 50.000 Mark. Der Onkel hat mir das Geld geschickt. Nach 6 Wochen war dann ein Obstgarten fällig für nur 10.000 Mark. Den hat er auch brennt. Ja, und so habe ich dann innerhalb einem Jahr 6 Obstgärten, einen Eichen, einen Buchen und einen Tannenwald zusammengekauft. Ja, sagen Sie mal, ist denn Ihr Onkel nie auf die Idee gekommen, sich Ihr sogenanntes Gut mal anzuschauen? No. Ja, das weiß ich nicht. Ich weiß nur so viel, dass er Gicht und Rheumatismus hat und schon seit Jahren aus seinem Brauhof nicht mehr rausgekommen ist. Aber jetzt passt's auf. Jetzt kommt die Katastrophe. Er hat mir geschrieben, dass es an der Zeit ist, mit dem Sparen anzufangen. Da in meiner großen Verzweiflung habe ich geheiratet. Was? Ach, da schau her. Sie haben eine Frau? Davon weiß ich ja gar nichts. Ja, ich auch nicht. Ja, ich auch nicht. Was? Meine Frau war ja auch nur Erfindung. Ach so. Ja, der Onkel hat mir sofort wieder einen großen Batzen Geld zur Hochzeit geschickt. Da weiß ich aber nicht, wo da die Katastrophe sein soll. Ja, ja, glauben Sie mal, wenn einer heiratet, das wird da wohl eine Katastrophe sein. Ach ja. Ach nein. Ja, sonst war ich in meiner Ehe recht glücklich. Ja. Stellt euch vor, keine Frau, keinen Schwiegervater, nicht einmal eine Schwiegermutter. Mhm. Ich habe nämlich meinem Onkel geschrieben, dass meine Frau eine Waise ist. Mhm. Nach 9 Monaten bin ich dann Vater von einem strammen Burm geworden. Ja, der Onkel hat mir sofort wieder 3.000 Mark geschickt. Nach 7 Monaten wollte ich dem Onkel jetzt mitteilen, dass mir der Storch eine Madel gebracht hat. Was? Nach 7 Monaten? Ja, es gibt ja 7 Monatskinder. Ja. Heute wollte ich das Kind entbinden. Aha. Da bringt mir der Postbote den Eilbrief da. Lies bitte. Viel geliebter, sehr teurer Neffe. Aha. Sehr teuer ist gut. Stell dir vor, ich bin gesund.
Meine Gicht ist wie weggeblasen. Nachdem das mir mein Hausarzt doch nicht helfen konnte, nahm ich mir einen anderen. Der hat mich dann auf 6 Wochen nach Bad Wiese geschickt. Ich habe Moorbäder nehmen müssen für die Füße und Moorwasser saufen für den innerlichen Gebrauch. Oh, mein lieber Bub, ich habe täglich heftige Krämpfe mitgemacht. Das glaube ich. Kämpfe, nicht Krämpfe. Ach so, Kämpfe heute. Ja, ja. Kämpfe mitgemacht. Heute laufe ich schon ohne Stock und morgen fahre ich heim in mein geliebtes München. Doch vorher werde ich dich besuchen. Ja, haben wir gemerkt. Ja. Ich freue mich schon auf dein herrliches Gut mit den 6 Obstgärten, dem Buchen, dem Eichen und dem Tannenwald. Du musst ja wie ein kleiner König leben. Aber noch mehr freue ich mich auf dein herziges Frauerl, von dem du mir so viel Gutes und Liebes geschrieben hast. Am allermeisten aber freue ich mich auf meinen kleinen Säufling. Hm? Täufling mit T und nicht mit S. Ja, das ist ein T. Ja. Auf meinen kleinen Täufling, den Zacherl. Also, ich schließe jetzt mein Schreiben. Hole mich von der Bahn ab. Dein dich liebender Onkel Zacharias Dullinger. Boah. So, jetzt wisst ihr alles. Ja. Was sagt ihr jetzt? Ja, was meinst du, Resal? Mach mal mit bei dem kleinen Schwindel. Ach was, hat er sich die Suppe eingebrockt, soll das auch auslöffeln. Aha. Ja, und was ist mit Ihnen, Fräulein Peppi? Ja. Ach, seit wann ist denn ein Großgrundbesitzer mit einer Saumagd verheiratet? Aber ich kann ja mal meine Schweindal fragen, was die dazu meinen, gell? Saumagd. Tja, das gehört. Jetzt hockt man schön drin in der Schule. Du nicht, aber ich. Und dein Onkel kommt. Da verzieh ich wieder. Schicksal nimmt deinen Lauf. Ja, okay. So, jetzt ist mir ein bisschen wohl, gell, weil ich ein bisschen hingelegt hab. So, jetzt möchte ich mal deine Familie kennenlernen, gell? Sag mal, ist die Frau nicht da? Nein! Hey, hey, was schreist du mit dir noch so alt? Ich bin doch nicht da. Ja, sag mal, du blöde Nudel, du blöde. Schaukel. Was denn? Er sagt zu mir, blöde Nudel. Freude? Ja, und selber ein Gestein aus wie ein Rucksack voller Hirschbein. Was denn? Ja, was hast denn du für ein Personal, ha? Was hast denn da? Du siehst doch, dass er Kind ist und keine Kuh. Ja, das sehe ich freilich. Ja, also dann. Theo, ist das vielleicht? Ja, das ist halt ein Kind. Ja, wem gehört denn das Kind? Das gehört der Frau. Und die Mann. Also doch, dann ist es der Zacherl. Ja, gib mir noch gerade her. Da kann ich den fragen. Also gib mir halt den Zacherl. Halt's Maul, du mich ganz. Das Kind habe ich jetzt, es bleibt bloß noch die Mutter. Gilli, 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 wow, wow, wow. Mein dieser netter Bruder. Ui. Schaut der runtergrießen gleich, eine richtige dullige Visage. Dieselbe große Kosten hast du auch gehabt. Genauso hast du ausgeschaut, das wird ein kleiner. Du hast hier ein greisliges Kind gewesen. Ja, geht na, 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 wer wird denn weinen? Ich schlaf, ich bin gleich schlaf. Dein Vater ist ein Schaf. Ja, ja. Vielleicht hat er einen Durst, ha? Ja, das kann schon sein. Aber ich kann ihn ja nicht an die Brust nehmen. Das Kind hat ja keinen Schnabel. Halt mal. Dein Onkel weiß immer Rat, er braucht ja nicht Dinge. Jetzt warte mal. Ich hab alles dabei, was man braucht. So, da, da, da. Ja. Da haben wir ja einen Schnuller. So, da, da, jetzt. Ja, oh. Jetzt, ja. Jetzt geh her, der Bubi, schau dir her. Jetzt gibt's was Gutes zum Zappen, gell? Schau, wie das schlug. Ja, ein echter Dulliger, gell? Gell, die Schmiede. Ja, was ist denn das? Da sind sie übergeschnappt. Was denn, was denn? Den Kindern Bier geben. Ha? Sie, das verbiet ich mir, gell? Hallo? Ja, schau, go. Hallo, was waren das für blöde Hühner, ha? Das war... Jetzt brauchst bloß nur sagen, dieser Drachen war deine Frau. Nein, das war nicht seine Frau. Ja, sondern Sie? Der andere Drachen. Was? Ahnen Sie es nicht, Herr Onkel? Ahnen?
Hey, ja. Ist sie das jetzt, hä? Ja, nein, das heißt, ich weiß nicht. Was? Der war, damit du ja nicht raschen, gell? Ist ja wieder. Also, dann komm an die Brust deines lieben Onkels, Friederike Adelgunde. Friederike? Adelgunde? Ja, so heißt er doch. Hat er doch geschrieben, der Theo. Hat ihr einen Brief von der Bayern, Friederike Adelgunde? Das ist bin also meine Frau. Dankeschön. Ja, aber nur um dem Onkel die Freude nicht zu verderben. Ihnen zu lieb nicht, Sie Schwindler. Na, Onkel, lassen nur einen Stecker, ich glaub das ja. Sie heißt ja Friederike Adelgunde Josefine. So? Wir sagen alle bloß Peppi. Ja. Peppi? Ja. Also dann, liebe Peppi, dann komm an die Brust deines lieben Onkels und gib ihm einen Bussi. Ach, ob mir das gut schmeckt. Ja. Du brauchst jetzt schauen, du kommst nicht zu kurz. Komm jetzt geh hin, gib dir noch einen Nabus. Nein, 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 das geht nicht. Ja, den braucht er nicht genieren, ich bin ja bloß der Onkel. Nein, 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 Onkel, das was geht meinst, nicht. Was meinst du, ein genanntes Madel? Pass auf, ich schau zum Fenster raus. Ja? Dann gibst du mir einen Bussel, gell? Wenn ich es auch nicht sehe, aber hören möchte ich es, will ich. Gell? Also, ihr seid ja gut. Also, wenn es sein muss, in Gottes Namen. Da! Solche Bussen mag ich, jawohl! Nein, nein, nein und hundertmal nein, Bäder, das halt ich nicht aus, da lauf ich auf und davor. Jetzt geh weiter, Riesel, reg dich halt nicht so auf, das ist nicht gut in deinem Zustand. Ach, da sollte man sich nachher nicht aufregen, wenn dein sauberer Freund, der Theo, so tut, als wenn er der Herr auf dem Hof war. Mich, die Bayerin, gibt er für die Amme aus. Ja, hast denn du schon sowas gehört? Auf einem Bauernhof braucht man eine Amme, wo ich den ganzen Stall voller Milchkühe hab. Und dieses alte Münchner Bierfassel möchte mich davonjagen, bloß weil ich mein Kind nicht mit Bier trinken lasse. Es war aber Dullinger Bier. Ach, das ist mir gleich. Und mein Kind gibt der Bazi für sein Kind aus. Du, wenn er so dringend ein Kind braucht, dann hätte er doch schon lange Zeit gehabt, dass er sich eins besorgt. Ja, da sowieso die ganze Woche nichts zum Tor. Naja, das darf das nicht so ernst nehmen. Schau, er ist halt ein Bazi, ein Leichtsinniger, jawohl. Ja, und dann das Allerschönste. Aus meinem Kind, dem Bädern, haben sie einen Zacharias gemacht. Du, ich lass mein Buben nicht umtaufen, gell? Und Zacharl schon gleich gar nicht. Meresel, schau, jetzt haben wir schon mal zugesagt. Wer hat zugesagt? Du hast zugesagt. Du sagst überhaupt zu allem Ja und Amen. Ja. Aber hast du schon mal erlebt, dass ich Ja gesagt habe, wenn du Ja gesagt hast? Du hast recht. Wenn ich Ja sage, sagst du regelmäßig Nein. Also. Ja. Mich wundert es direkt, dass wir ein Kind haben. Auf alle Fälle bin ich zu nichts verpflichtet. Und das eine sage ich dir. Wenn dein sauberer Freund, der Theo, mit dieser Affenkomödie nicht bald ein Ende macht, dann mache ich es. Und erzähl dem Onkel die ganze Gaunerei. Das kannst du ihm sagen. Das recht, ich werde es ihm sagen, Weiber. Wo gehst denn du jetzt hin? Ja, in Steinhaus nach dem Viech schauen. Die Philomena, unser Stallmagd, ist ja nicht da. Und die Peppi, die hat keine Zeit. Die muss sich um ihren Mann und ihren Schwiegeronkel kümmern. Und du, mein liebes Weiberl, du hast den Kopf voller Sorgen. Was wahrscheinlich aber unsere Ochsen und Kühe wenig interessiert. Also muss irgendjemand nach dem Futter schauen und das bin schließlich ich. Gell, Weiberl? Also lang schau ich mir diese Wirtschaft nicht mehr an, das weiß ich. Also, das sag ich dir, das sag ich dir wirklich. Du hast ja das netteste Frau vom ganzen Ort rausgesucht. Du weißt ja, du, gell? Das sag ich dir, wenn ich 30 Jahre jünger wäre und sie wäre 40 Jahre älter, müsstest du dich sofort scheiden lassen, die darf ich vom Fleck weg heiraten. Ja, Onkel, wenn sie dir gar so gut gefällt, ich bin gern bereit, sie dir kostenlos abzutreten. Das darfst du tun? Ja. Mei, du bist ein echter Dullinger. Das ist nobel von dir. Aber das Opfer kann ich gar nicht annehmen. Schau dir, Onkel, ja. Ich wäre da gern gefällig gewesen. Ja, du sag einmal, was ich dich fragen wollte. Ist sie eigentlich eine Dasige? Du meinst? Psst. Nein, eine Hiesige, eine Dasige, meine. Ne? Eigentlich nicht. Nee? Sie ist aus der Stadt, wo ihr Vater Gerichtsvollzieher war. Ja, hör auf. Ja, wo haben Sie denn gewohnt? Im Amtsgerichtsgefängnis. Im Gefängnis?
Da warst du auch eingesperrt. Wo hast du denn die kennengelernt? Nein, nein, ich hab's auf einem Maskenball kennengelernt. Ja? Da ist halt Frühlingstraum gegangen. Als Frühlingstraum? Fräulein Barbara, hab ich zu ihr gesagt. Das ist ein Schick. Was wieso Barbara? Die weiß doch Friederike, Aragunde, Josephine, Pepita. Das hab ich ja damals noch nicht gewusst. Ach so, aha. Wie hat denn ihr Vater geheißen? Vielleicht hab ich ein Kind. Wie ihr Vater geheißen hat? Herrschaft, wie hat jetzt ihr Vater geheißen? Ja, wie hat es der geheißen? Wie hat es der geheißen? Ja, wie kann denn der geheißen haben? Hm? Theophil Schwarzbrunner hat der geheißen. Theophil Schwarzbrunner? Warte mal, warte mal. Vor 25 Jahren war ein Bierführer bei mir, der... Halt, nein, nein, nein. Den, wo ich kenne, das war ein Schwarzbrenner. So, so. Aha. Ja, und dann hast du es geheiratet? Ja, nicht gleich. Nicht? Zuerst sind ihre Eltern gestorben. Oh mein Gott. Ja, dem Vater hat der Schlag getroffen. So? Hat er nicht mehr ausweichen können? Oder war er recht fettleibig? Hm? Nein, im Gegenteil, schmalbeinig. Das ist ja Herz. Und die Mutter? Ja, die ist aus Gram wegen dieser kleinen Pension an gebrochenem Herzen gestorben. Oh mein Gott. Das ist das Mädel ganz allein da gestanden. Ja. Geschwister hat's keine, ach, da hab ich's geheiratet. Ah, ah, ah. Weißt du, was mich wundert? Wenn das Mädel aus der Stadt direkt aufs Land gekommen ist, die kennt sich da so gut aus. Die läuft ja unter die Rindviecher rum, als wäre sie ihresgleichen, ne? Ja, das macht der tägliche Umgang mit uns. Störe ich euch? Na, ganz im Gegenteil, Peppi. Was macht denn der Feind? Ha? Mach einen guten Gugelhupf. Ein Gugelhupf. Ja, dass der Onkel was Feines zum Kaffee hat. Ich war, du glaubst gar nicht, wie gern ich zum Kaffee rumgugelt. Gugelhupf. Geht schon mal an den Retour ein bisschen ja, weiter. Ha? Was ich? Na, na, du. Na, komm, komm, rühr dich noch ein bisschen. So ist schön. Schau, wie schön, dass er rührt. Ja. So fleißig. Ja, dafür habe ich noch 4 Jahre studieren lassen. Ne? Ja. Ach, halt, warte. Ich hab da was mitgebracht. Ja, das muss er da ja gleich. Jetzt haben wir die extra mitgebracht aus der Stadt. Sie sind ein Ungeheuer. So, ist das der Dank dafür, dass ihr ihn aus dem ganzen Schlamassel rausholt? Und dass ihm überhaupt dazu hergibt, ihre Frau zu spielen? Ha, das heißen Sie meine Frau spielen. Statt Busserl krieg ich Weizen. Aber von dem Alten, da lassen Sie sich abtatschen. Herr Dullinger, das hört sich ja gerade so an, als ob Sie eifern würden. Ich? Sie sind wohl deppert, hä? Aber wenn Sie so weitermachen, fährt der Onkel überhaupt nicht mehr heim. Was ich da Schönes mitgebracht habe, einen Charivari. Was? Da kannst du am Sonntag einen Start machen damit, gell? Also, das kann ich jetzt nicht annehmen. Na, freilich kannst du es annehmen. Du weißt ja gut. Das geht über den Spaß. Da kann man nichts machen. Wer A sagt, muss auch B sagen. Ja. Nehmen Sie es ruhig. Sie können es ja dann mir zurückgeben. Was ist? Na, dann. Was? Sag ich halt Dankeschön. Ja. Und was kriegt er da aus? Ja, ha? Ein Posti, ha? Jetzt hab ich die Abschüllerei aber satt. Es ist ja satt, jetzt mag er nichts mehr. Eifern tut er auch, der Hundsbuhl. Aber Theo! Ja, doch, Thomas. Bin ich mit dir viel lieber allein, das ja. Ist der Herr. Bist du so ein Amtsmaler? Was du in deiner Jugend alles mitmachen hast müssen. Hinter Gefängnismauern aufwachsen, das ist jetzt schon. Was, ich im Gefängnis? Ja. Dein Vater war doch Kriegsvollzieher. Ihr habt doch im Amtsgerichtsgefängnis gewohnt, ne? Was? Ja, dein Mann hat mir das gesagt, der Theo, ne? Ach, der Theo hat mir das gesagt. Nein. Ja, dann stimmt's, weil ja. Der Theo lügt nie. Eben, eben, ne? Und der arme Vater, der Schwarzbrunner Theophil, gell? Schwarzbrunner? Schwarzbrunner Theophil. Wer ist denn das? Was? Der Schwarzbrunner Theophil, ja. Den musst doch du kennen, ne? Nein. Ich kenne deinen eigenen Vater nicht. Das war doch dein Vater, der Schwarzbrunner. Nein, Onkel. Was? Mein Vater, der hat Moosburger geheißen. Nein, der hat Schwarzbrunner geheißen. Nein, Onkel. Was denn? Das musst doch ich besser wissen. Na, gar nicht, weißt doch du. Der hat Schwarzbrunner geheißen. Dein Mann hat gesagt, dein Vater war der Schwarzbrunner. Ach so, mein Mann hat er das gesagt. Ja, ja. Ja, richtig.
richtig, jetzt fällt's mir wieder ein. Ja. Ja, Schwarzbrunner, das war der Hausname. Der Hausname, jetzt sind wir draufgekommen. Der hat ja schöne Reibergeschichten erzählt. Ja, und deine arme Mutter, die dann im Kramerladen gestorben ist. Nein, halt. Deine Mutter, wo von lauter Kram gestorben ist, sowas. Ja. Und du bist ganz allein da gestanden, gell? Nein, wenn ich da meine Schwester, die Teres, nicht gehabt hätte. Du hast ja gar keine Schwester gehabt, du warst ja ganz allein. Du warst eine alleinige Schwester, du hast überhaupt keine andere Schwester gehabt. Ich war ganz allein? Ganz allein, hat mir der Theo gesagt. Hat er der Theo gesagt? Ja. Ich wollte sagen, wenn ich da eine Schwester gehabt hätte. Ja, gehabt hätte, ne? Ja, jetzt kenne ich mich schon selber nicht mehr aus. Warst du ganz allein. Na ja, und dann hat er dich geheiratet. Ja, gell? Dann haben wir geheiratet, ja. Schade, dass ich bei dem Maskenball nicht dabei war. Was für ein Maskenball? Na, da wo du als Frühlingsrolle gegangen bist. Ne? Als Frühlingsrolle, als Frühlingstraum bist du gegangen. Herrgott, da hätte ich gern mitgeträumt. Jetzt wird's mal was dumm. Und jetzt muss ich wieder meinen Kugelhupf weiterhören, ja, gell? Entschuldigst du mich schon? Ja, rein, ich lass dich nicht aufhalten, gell? Ein Prachtmädel ist das. Das sag ich dir. Mit dieser Frau hast du einen Haupttreffer gemacht, das sag ich dir. Ja, ich fühle mich wie aufs Haupt getroffen. Ja, da kannst du nicht glauben. Ah, Herr Trullinger, grüß dich Gott. Ah, der Herr Verwalter, grüß Gott. Na Gott. Ja. Na, wie steht's denn draußen? Auf Wies und Feld, alles in Ordnung? Ja, alles nach Wunsch. Also, ja. Heuer wird wirklich ein gesegnetes Jahr. Na, das freut mich, aber ich meine, ich verstehe ja nicht viel von der Landwirtschaft, nicht? Aber das weiß ich, dass der Bauer die Gerste bauen muss, damit wir Brauer das Bier brauen können. Ne? Ja. Hopfen und Malz, Gott erhalt. Und ein Kiebisch Malz. Sie gefallen mir. Ja. Sie sind mein Mann, das muss ich sagen, ja? Ja, was kriegt denn dein Verwalter Lohn? 800 Mark. In der Woche ist das nicht zu viel. Nein, monatlich. Ist das nicht zu wenig? Ja, mehr, wenn er zufrieden ist. Ja. Sind Sie verheiratet? Ja, ich weiß nicht. Was? Das ist gut. Der weiß nicht, dass er verheiratet. Das weiß doch jeder Mann, der vergisst doch sowas nicht. Was? Onkel, nichts davon reden. Der hat also schlechte Erfahrungen gemacht. Ja. Hausfremd, Ehebruch und so weiter. Ja, au. Den müssen wir ein bisschen aufbissen. Ja. Haben Sie Kinder auch? Ja, ein Burm. Ein Burm hat er wenigstens Zusammenbruch. Gell? Ja. Und wo ist denn der? Das weiß er auch nicht. Das weiß er auch nicht. Mein Gott, ist das ein armer Teufel. Ja. Den müssen wir unbedingt aufbissen. Ja. Was kriegt er jetzt? 800. Gib mir ihm 800 Zähne. Ja. Ah, jetzt was ich dich schon fragen wollte, wo ist denn eigentlich mein Zacherl, mein Bub? Den hab ich schon so lange nicht mehr gesehen, gell? Ja, der wird bei der Ami sein. Bei der Ami? Ausweg bei dieser frechen Person. Der Walter ging als Nein, holen Sie mir den Bum raus, ne? Ja, ich weiß aber nicht, ob es ihn hergibt. Nicht hergibt, dass er nicht gleich alle Kanarien viele junge Katzen kriegt. Wenn wir so nicht hergibt, den schnell, holt den Baum raus. Sonst ja, der Onkel möchte ihn haben, ne? Ja, ja, ich werde es einfach einmal probieren, ne? Was soll ich probieren? Hauen Sie ein paar auf die Waffe hinauf. Oh. Also, ich das kann nicht verstehen, dass du diese Personen einfach rausschmeißt. Ne? Ja, mein Onkel, sie ist halt die Amme. Das ist eine reiche Nummer, wahrscheinlich wird. Ne? So, schauen Sie her, Herr Trulliger. Da haben Sie einen Zacherl. Ja, mit dem Zacherl, schau doch. Was denn, die Alte hat die Erde? Ja, die weiß gar nichts, die ist ja eingeschlafen und dann habe ich heimlich aus der Wiege rausgenommen. Die, wenn aufwacht. Gibt's ein Kreuz da, damit du da schleichen willst, aber da geh ich. Also, du bist ein Feigling. Ich verzieh mich lieber auch. Aber heitschi, popeitschi, bum bum, zum Saufen ist keiner zu dumm. Jetzt lacht er, jetzt lacht wie in der Onkel sein Schmanzing. Mei, das freut mich, wenn ein Bub so lacht. Du lachst auf der verkehrten Seite. Ja, gibt's denn das auch? Ja, den muss man ja trocken legen. Hallo? Ja, schon was.
Und jetzt sie mit dem Kind hin? Trockenlegen, da fuhren wir das Trockenlegen, wenn der ist nass, ne? Na, geben Sie mir. Ja. Ich kann das besser, gell? Ja. Ich leg mich ein bisschen, auch wenn schon ein schöner lauen Maienabend ist, oder? Da möchte ich mir ein bisschen auslegen im Garten. Und den Kirschbaum, gell? Ja. Na, bring es meinem Blüm nachher aus, gell? Ja. Ist klar? Ist klar. Also. Und dem Kirschbaum. Ja, da bist du aufgekommen. Hiers? Ja, was ist? Hiers, geh weiter. Bring einmal ein kaltes Schaffe mit einem warmen Wasser. Das so, gell, Schnacki. Jetzt werden wir baden. Das kann nicht schaden. Freilich, jetzt ein Sodala, gell, mein, hast du ein bisschen. So, jetzt. Da hat jetzt ein warmes Schäfe mit einem kalten Wasser. Ich hab doch andersrum gesagt. Lass mal, naja, es geht gerade noch. Ich hab doch keine Putzi-Putzi, du. Jetzt schon blöd, jetzt schauen wir wieder nach, das bisschen Letter. Ja, ich hab auch immer gelacht, wenn ich was dumm sehe. Ja. Oh. Ja, du bist ein Lupi. Jetzt schon. Was? Stinkt denn da so? Das wärst schon du sein. Wie war's mit doch alle 4 Wochen? Deine 4 Wochen sind um. Weiß dir nicht, warst du auch immer so klein? Ja, selbstverständlich. Ich nicht, ich war immer schon so groß. Ja, so ein großer Depp. Oh, das brauchst du jetzt sein. Also pass auf. Jetzt pass auf. Ich geh jetzt schnell raus und schau, dass ich eine Windel finde für den Kleinen. Ja, du passt auf, dass er nicht vom Tisch runterfällt. Nein, pass schon auf, gell? Sonst wäre er zum Schluss so blöd wie du. Ja. Na, noch was. Ja. Da hinten in der gelben Flasche ist ein bisschen ein Schaumbad. Ja. Tu ein bisschen was in das Wasser rein. Ja. Und pass auf das Kind auf. Ja, du darfst nicht runterfallen, gell? Nein, nein, du sollst schön da drum liegen bleiben. Weil wenn du runterfallst, dann wärst du so blöd wie ich. Ja. Dann schön da liegen. Und ich halt dabei was. Ein Schaumbad, gell? Und Spülmittel, das nehmen wir auch. Dass er keine Spülwürmer kriegt. Und was haben wir da? Scheuerpulver, das nehmen wir auch. Damit er nicht so scheu bleibt, gell? Freilich, du, der Onkel, ein bisschen Badewasser hergibt. Freilich, oh, da kannst du lachen, lachen, gell? Der Onkel kann ich schon. Will ein Schaumbad machen? Da ist er her. So, und das tun wir auch da rein. Schau, da kannst du her noch schön lachen, lachen. So blöd. Du musst wieder aufräumen zur Chimpke-Tante, wenn man recht ins Haus steht, gell? Jo, freilich. Und da musst du jetzt Badi, Badi, damit du schön sauber wirst, gell? Und die Frau Bademeister, die wird gleich kommen, gell? Blub, 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 blub. Also es hat doch die tatsächlich den Schrank zusperrt und ich komme an diese Windeln nicht hin. Und dann nimmt er mal Schnupftier. Glaubst du, du wärst ein so ein? Sei, ja, das Biss steckt doch das ein. Ja, also ich schau, dass ich was anderes finde. Ja, und pass auf das Kind auf! Schau, der hat mir versprochen, dass er nicht runterfällt. Gell, du fällst nicht runter. Wir können ja dabei baden. Schau, bist du wieder kommt freilich. Dann ein Bürste haben wir auch. Ja, das steht schon viel. Jetzt schon her. Das Wasser ist auch schon warm. Ja, jetzt hat er Fussi rein. Gell, dann musst du lachen, ja, freilich. So, jetzt geht's los. Blätschte. Wasser noch kommen, gell? Nein, das geht nicht. Ein Wassermund ist nicht so gut, das weiß der Onkel selber, gell? Gell, wirst du dann trocken gelegt? Ja, das war schön. Ich finde tatsächlich nichts, jetzt nicht mehr einfach. Die neue, die stecken her. Ich hab schon Bad, du brauchst nur noch auswinden. Passt wenigstens vorsichtig. Natürlich, ist doch klar, passt doch auf, dass dem Turm nichts passiert. Abtrocknen, gell? Freilich mal, du bist so ein Lüger. Was
Mir ist was passiert. Was ist denn passiert? Ich hab ihn entmannt. Mein Schmarrn, der hat doch noch eins drauf. Hat er zwei gehabt? Also du wärst wirklich so ein Depp sein. Schau mir doch nie, das ist doch ein gelber Ruhm. Tatsächlich. Na, dass mir sowas passieren kann. Jetzt muss ich aber raus, weil wenn ich die Hände so lange im warmen Wasser drin hab, das schlagt sie bei mir auf die Blasen. Ja. Und aufs Hirn. Siehst du das, Butzerl? Das passiert alles, wenn man als Kind zu heiß gebadet worden ist, gell? So, und wir zwei, wir gehen jetzt zu dem Onkel und dem Kirschbaum, gell? Hoffentlich ist auf den zwei Birnen schon ein Apfel draufgefallen. Mann, alles kaputt, wir gehen auch schön Tourei. Der Onkel ist schon ganz vernarrt im Ziel. Ja, mei, was kann ich dafür, wenn er mir sagt, dass ich ein Netzmädel bin? Sie sollen sich so benehmen, dass er das nicht sagen kann. Ausgeschlossen. Ich kann mich nicht verstellen. Ja, spielen Sie nur mir keine Komödie vor. Das machen Sie alles nur deswegen, weil Sie mich ärgern wollen. Sie ärgern? Was hätte ich denn da für einen Grund dazu? Darf ich einmal die Wahrheit sagen? Ja, das war zum ersten Mal. Da war ich wirklich neugierig. Ja, da passen Sie auf. Weil ich Sie bis jetzt zu wenig angeschaut habe und weil ich mir nichts aus Ihnen gemacht habe. Und weil ich so gar nicht bemerken hab wollen, dass sie schöne Haare, schöne Augen, schöne Zähne, schöne Arme, schöne Fusserl und noch manche andere schöne Sachen haben. Kurzum, dass sie ein ganz sauberes Frauenzimmer sind. Der fährt jetzt auch mal die Wahrheit sagen? Ja, da bin ich aber neugierig. Ja, Sie haben recht, das hat mich geärgert. Aber da brauchen Sie sich gar nichts drauf einbüten. Weil, dass ich nämlich ein Netzmädel bin, das sagen wir alle Mannsbude im Ort. Die Jungen wie die Alten. Dass gerade Sie mir das nicht gesagt haben, das hat mir weh, du. Sie haben doch für mich noch nie ein Liebes oder ein Netz, sondern immer nur ein spöttisches Wort gehabt. Ja, ich sehe es auch, dass ich da im Unrecht bin. Aber könnten wir zwei am Ende nicht doch noch ganz gute Freunde werden? Ja, wenn Sie wollen. Ja, ich will schon. Und Sie? Ja, ich möchte auch. Peppi, wissen Sie was? Hm? Sagen wir du zueinander. Ja, wenn Sie meinen. Gut. Ja, gut. Dann krieg ich jetzt ein Busserl, das gehört dazu. Na ja, wenn es dazu gehört. Theo, das war jetzt aber mehr wie ein Busserl. Wir haben doch nur einmal Bruderschaft gemacht. Ja, die anderen Busserl waren von den anderen Brüdern. Außerdem habe ich die bei dir jetzt deponiert. Aber ich nehme sie jederzeit wieder zurück. Nein, die möchte ich vorläufig schon behalten. Aber Theo, jetzt einmal im Ernst. Was machen wir denn mit dem Onkel? Der wollte nach 8 Tagen heimfahren, die sind jetzt rum. Und der denkt gar nicht drum. Bist du vielleicht schon zu lange meine Frau und möchtest dich wieder scheiden lassen? Nein. Ganz im Gegenteil. Unsere Ehe gefällt mir jeden Tag besser. Aber Theo, wir müssen schauen, dass wir den Onkel weiterbringen, bevor der ganze Schwindel da auffliegt. Ja schon, aber wie? Ja. Halt, ich hab's. Was? Ach so kann's gehen. Wie? Du wirst mir untreu. Du betrügst mich. Jetzt schon? Ja. Mit wem? Mit wem? Mit dem Verwalter. Was, mit dem Verwalter? Ja, mit dem Verwalter. Ja, und dann? Und dann? Ja, warte ein bisschen, das müssen wir alles überlegen. Der Verwalter, ja? Der betrügt dich mit der Amme. Mit der Amme? Ja, der Verwalter mit der Amme. Und ich? Amme. Und ich? Du? Ich betrüge euch alle zwei. Also das muss eine Betrügerei werden, dass der Onkel Hals über Kopf davonläuft. Ach, so meinst du? Ja, schau, da liegt ja der Onkel unter dem Baum und schlaft. Den kleinen Zahler hat er aufgewartet. Was war zu meinem Kind? Das gibt's nicht. Was ist denn jetzt los? Ui, Schaki, jetzt nimmt dem Onkel das Kind weg. Ja, sag mal. Auwe, du, das gibt Ärger. So. Das ist Wissen. Jetzt ist Schluss, sie. Ach, sie ist Schwindler, sie. Ich schau, dass er sie beruhigt, gell? Ja. Teres, jetzt warte, das ist doch nicht so schlimm. Ja, da sollen doch gleich alle Kanarien viele junge Katzen kriegen. Heißt mich dir einen gewappneten Bierpanscher? Was? Reißt mir das Kind aus dem Namen, rennt davon. Also wenn du diese Person nicht sofort hinausschmeißt, fahr ich sofort zurück nach München.
Mehr will ich ja gar nicht. Dass ich wieder heimfahre? Nein, als dass ich die Arme zum Teufel haben konnte. Aber leider, das geht nicht. Warum geht das nicht? Weil er dagegen ist. Wer er? Nur er, der Verwalter halt. Steht denn dem Verwalter die Arme an? Oh, sehr viel sogar. Der hat nämlich ein Auge auf Sie. So, der schmeißt den Verwalter rein aus? Ja, das war mein sehnlichster Wunsch, aber leider, das geht auch nicht. Warum geht das auch nicht? Weil sie dagegen ist. Wer sie? Die Arme? Nein, die andere sie, meine Frau. Deine Frau? Was geht denn deine Frau den Arme an? Beziehungsweise den Verwalter? Ja, sehr viel sogar. Die hat nämlich ein Auge auf ihn. Deine Frau und Verwalter? Also bist denn du wahnsinnig? Bis jetzt noch nicht, aber ich bin bereits vorgemerkt. Diese liebe, nette, junge, treue Frau. Ja, Onkel, ich hab's dir verheimlichen wollen, was mich drückt. Was? Aber das nutzt nichts. Es muss raus. Na, wenn sie drückt, dann geh halt raus. Nein. Was? Ich bin so unglücklich, Onkel. Jetzt hört deine Blickerei auf. Vielleicht hast du dich getäuscht und es ist gar nicht so schlimm. Onkel, das ist noch viel schlimmer. Ja? Glaubst du, sie erlaubt mir die kleinste eheliche Zärtlichkeit? Hör auf. Von wegen. Statt Busserl krieg ich Watschen. Und das lässt du dir gefallen? Ja, mein, weil ich eben eine Dulder-Natur bin. Ein Lamm, ein Schaf. Aha, mir bist der Bläder. Ja, und jedes Mal, wenn ich mich ins Bett legen will, dann läuft's mir davon. Na, das darf doch nicht wahr sein. Glaub mir's, Onkel, noch nicht ein einziges Mal. Jetzt hörst du auf, gell? Wo kommt denn das Kind her? Ja, das war früher, das war einmal. Ist das auch alles wahr, was du mir da erzählst? Onkel, so wahr ich verheiratet bin. Danke. Dann werde ich einmal dazwischenfahren, mein Lieber. Dann werde ich denen Bescheid sagen und dann fahre ich. Mit dem nächsten Zug nach München? Na, zwischen die Blasen, nein, und dann schmeiß ich alle hinaus. Alle fahre ich hinaus. Nur wir drei bleiben da. Du, ich und der Bruder zusammen. Jawohl. Wir drei führen die Wirtschaft ganz allein. Wir zwei, die einen dreschen. Ja, und der Zacherl? Das ist Bier holen, wenn wir durchkommen. So, am Hof ist jetzt alles in Ordnung. Also, heute bin ich mir recht scharf miert. Heute will ich mich zeitig aufs Ohr hauen. Ja, am liebsten. Sie nicht auch her, Onkel? Ich darf da lieber nicht aufs Ohr hauen. Ja, ich bin auch sehr müde, wenn mich auch zeitlich schlafen legen heute. Ne? Ich hab dich schon ganz schwarz gemacht, dein Onkel. Ja. Jetzt wirft der Peter noch ein schmachtende Blicke zu. Das gut. Gute Nacht, Onkel. Ja, genau. Ja. Also dann werden wir uns schlafen legen. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht und lassen Sie sich was Angenehmes träumen. Ja, was ich mir heute Nacht träumen lasse, das wird euch nicht träumen lassen. Ein Nachbar, seh auf, da können das Kind drauf nicht mehr. Was machen die Resi? Die ist schon ins Bett gegangen, die war vielleicht sauer, sag ich dir. Ehrlich? Ja, jetzt frisst uns schon wieder miteinander. Ne? Du schmuggelt mich nachher zu ihnen, kann man einer machen, schon wieder gut. Tu das, mein lieber Peter. Oh, lieber Peter, sag's auch noch zu ihr. Du, die soll nur noch bis morgen Hund halten. Kugelkratz. Hoffentlich verzirkt er sie bald. Ja, dann werden wir also jetzt ins Bett gehen. Ja. Gute Nacht, liebes Onkel. Du scheinst ja mit dem Verwalter auf sehr gutem Fuß zu stehen. Hm? Ja, das ist doch auch so ein lieber, so ein netter Mensch. Ja, was nenne ich gern, hm? Gerade so, als ob er mein Schwager war. Also, ja, und was sagt denn da dein Mann dazu? Hm? Ach, Onkel. Was? Mein Mann kann nicht viel dazu sagen, weil er... Na, ich schäme mich so. Red zuerst. Schämen kannst du später. Weil er nämlich ein Auge hat auf die Arme. Was? Ja. Das glaube ich dir aufs Wort. Drum schmeißt er diese Person nicht raus. Hä? Ja, ich unglücklich betrogenes Weib. Du hör der Heilerei auf, du bist genauso luder wie Rera. Der hat mir schon gesagt, dass du auch neben der Ehe ein bisschen spazieren läufst. Ne? Ja, und dass du die Eheparagraphen, die im bürgerlichen Gesetzbuch drinstehen, überhaupt nicht erfüllst. Dieser Lügner! Du musst zum Doktor, du hast Asthma. Ja, gut. Ich werde noch mal in der Nacht drüber schlafen. Morgen reden wir dann weiter. Wie steht's? Ganz gut. Der Onkel ist gerade ins Bett gegangen und dann war der sauer, sag ich dir. Und dann hat er gesagt, und morgen reden wir dann weiter.
Ja, und was machst du jetzt? Ja, ich geh jetzt auch ins Bett. Und wir zwei reden dann auch morgen weiter. Dann muss ich also wieder heimlich auf den Heuboden aufkriechen. Das sind ja nette Zustände. Da hast du einen großen Hof. Der da nicht gehört. Eine junge, saubere Frau. Die da auch nicht gehört. Und kein Bett. Das gehört da nicht anders. Also das muss anders werden. Ab morgen werde ich ein anständiger Mensch. Nur Zeit war's, Theo. Gute Nacht. Was so möchtest du mir jetzt wegschicken? Was möchtest du denn noch? Ein Busserl. Zur Aufmunterung für meinen guten Vorsatz. Nein, 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 das kommt überhaupt nicht in Frage. Mal schau, wo doch der Mond so schön scheint. Die Busseln im Mondschein sind aber die gefährlichsten. Also, ich sitze mir jetzt in die Küche und warte, bis der Bäder aus meiner Kammer raus ist und zur Terrasse übergegangen ist. Damit ich endlich mal ins Bett gehen kann. Theo, halt voll Wort. Werd recht bald ein anständiger Mensch. Glaub mir's, es wird niemanden mehr freuen als mich. Gute Nacht, Theo. Gute Nacht, Peppi. Frau Peppi Dullinger. Das hört sich nicht schlecht an. Ja, Peppi, das sollst du werden. Und der Teufel soll mich holen, wenn du es nur eine Minute zum Bereien hast. Also dann. Wieder rauf auf den Heuboden. Alles ruhig, naja. Da werden wir doch einmal sehen. Hey, pass ja auf für den Luchs. Dann. Aha, bitte los, holen wir das doch zu dir. Lissi, mach auf, ich bin's. Da kommt schon wieder jemand da. Ja, so was. Peter? Peter? Zwischenfahren wie der Erzengel Gabriel mit dem schlammenden Pferd. Na, sowas ist mir doch überhaupt noch nicht passiert. Na? Na, war das eine Nacht? Ja, gibt's denn sowas? Ja? Hat die Welt schon sowas gesehen? Ja? Da geht's ja zu in dem Haus, da hat jeder seine Schleichwege. Das ist ja das reinste Soda und Gramola. Wo ist die bleibt in meinem Kaffee? Haben sie wieder alle verpennt? Ein wenig so eine Zeitung da. Heiratsannoncen, ja. Mir war's groß, ich nur. Nur mal heiraten. Aber das ist nett. Junger Bauer sucht junge Bäuerin mit Traktor. Bitte Bild vom Traktor einsenden. Ja, sowas, sowas, sowas. Guten Morgen, Herr Onkel. Guten Morgen. Wie schaust denn du aus? Hast du einen Unfall gehabt? Warum?
keinen Unfall gehabt? Nee. Du wirst mir doch nicht sagen, dass du mit dem Gesicht auf die Welt gekommen bist. Was merkst du denn? Ja, Sie kommen doch aus der Stadt, gell? Ja, warum? Ja, da wollte ich noch fragen, stimmt es, dass da die Leute gescheiter sind wie bei uns auf dem Land? Das habe ich bis gestern auch geglaubt. Aber heute Nacht wurde ich eines Besseren belehrt. Darf ich Ihnen einmal was fragen, Herr Onkel? Ja, was möchtest du denn wissen? Ja, weil mein Vater, der möchte unbedingt, dass ich heirate. Ja, warum tust du es dann nicht? Ja, der möchte, dass ich die Tochter heirate vom Ochsenwirt. Hm? Das ist ja so kreislich. Ja. Die, wenn durch die Stadt geht, dann meine die Leute, geht Reklame für Geisterbahnen. Ja, was willst du noch von mir? Ja, und außerdem habe ich, was? Und außerdem habe ich der Philomena Liebe und Treue geschworen, nicht? Ja, und der Herr Pfarrer hat gesagt, seine Geschwüre muss man halten. Ja, und ja, was habe ich damit zu tun? Und da wollte ich noch fragen, ob das stimmt, dass die Welt untergeht. Was ich heute Nacht erlebt habe, steht sie auf alle Fälle nicht mehr lange. Ja. Ja, es warum ist, soll die Welt untergehen? Es ist es so. Ja. Ich war gestern in der Wirtschaft, nicht? Ja. Und da war der Herr Lehrer. Ja, wie leer war denn der? Der war nicht leer, der war voll. Was? Das war ein voller Lehrer. Ja. Die ganzen Lehrer haben heute halt einen Ausflug gemacht. Ja. So einen Bus voller Lehrer habe ich überhaupt noch nie gesehen. Mit deiner Wortklauberei. Kennst du zum Beispiel die Wiedergeburt eines Wurmes? Nein. Nicht? Ja, pass auf. Eine grüne Wiese, da liegt ein Wurm. Ja. Jetzt kommt ein Frosch, der frisst den Wurm. Ja. Jetzt ist der Wurm nicht mehr da, aber der Frosch ist da. Ja. Jetzt kommt ein Storch, der sieht den Frosch, frisst den Frosch. Jetzt ist der Wurm nicht mehr da und der Frosch nicht mehr da. Nur der Storch ist da. Der Storch, der bringt die kleinen Kinder. Die kleinen Kinder haben Würmer, ist der Wurm wieder da. Aber sag mir mal, warum soll denn die Welt untergehen? Ja, weil der volle, der Lehrer, der da in der Wirtschaft war, der hat gesagt, am Himmel, da steht ein großer Fixstern. Ja. Mit einem langen Schweif. Mhm. Nicht? Und mit dem Schweif, da fuchtelt er so rum, nicht? Und trifft den Stier. Ja. Der Stier wird wild, rennt die Milchstraßen unter und stößt dann die Jungfrau hin. Aha. Die Jungfrau lässt vor lauter Schreck ihre zwei Zwillinge fallen. Die Zwillinge fallen den Mund auf den Bauch auf, die hat ein Loch im Bauch, kann das Wasser nicht mehr halten und wir müssen alle elendig ersaufen. Ja. Ich glaube, da ist das ganze Dorf damisch. Aber brauchst du Angst, die Welt geht noch lang nicht unter. Na, dann kann ich die Philomena heiraten. Ja. Philomena? Ja. Ist das die Magd da bei unserem Hof? Sauberes Weibsbild, gell? Was? Ihr zwei passt auf alle Fälle gut zusammen. Ja. Wollt ihr Kinder auch kriegen? Freilich. Auf die freue ich mich heiß noch. Sie, Herr Onkel? Ja. Kann ich mal die Zeitung haben? Ja, von mir. Nein, nicht die ganze, bloß was drum. Herrschaft, wo wird denn mein Hirs wieder sein? Ja, wie schafft denn die Zeitung aus? Da finde ich ja nie eine neue Stellung, wenn es mir alles treibt. Ja, da bist du ja. Sag mal, warst denn du? Ich hab dich überall gesucht. Ja, da war ich nicht. Bis jetzt. Aha. Pass mal auf, ich muss jetzt ein ernstes Wort mit dir reden. Ja.
Warum bist jetzt du heute Nacht wieder nicht zu mir an meine Kammer gekommen? Hä? Ich wollte ja an deine Kammer kommen. Aber es ist beim besten Willen nicht gegangen. Nee. Jeden Moment ist wer anderer vorbeigekuscht. Das ist wörterlich gesagt, das ist zugegangen. Jeden Moment war ein anderer da. Also, ich. Du. Der Bauer. Ah. Die Peppi. Der Onkel. Gut, dass der keine Tante hat, sonst war die auch noch gekommen. So. Nein. Jetzt habe ich einen Hunger, ich brauche unbedingt was zum Essen. Nein. Heute Nacht da. Da hätte ich dich so dringend braucht. Ah, ja. Was knurrst denn da so? Ich knurre nicht, das ist mein Mann. Gestern hat es bloß einen Kartoffelstampf gegeben. Der hält ja nicht her, das gibt ja keine Kraft. Ja, das merke ich. Ach ja, Hunger, wenn man hat, da kann man nur an das eine denken. Ja, an was denn? Ans Essen. Du weißt, ich bin ein guter Mensch. Ich tu niemandem was an. Ja, leider. Aber so ist halt der Mensch. Das, was er nicht haben kann, das beut er sich unbedingt ein. Ja. Ja. Ich mir heute Nacht auch was einbeut. Ja? Ja. Was denn? Dass einer zu mir kommt und mir ein Bussel gibt. Ja? Hm. Und der ist nicht gekommen. Ja, was kann das für ein Depp sein für dann? Und so einen magst du? Ja, meiner, wo die Liebe eben hinfällt, da bleibt sie abheben. Ja, was wäre das für ein Hans Wurst sein? Glaubst du das? Du natürlich! Ich? Ja, freilich! Ja, ich hätte mir das Ding erkennen. Aber heute auf die Nacht komme ich ganz bestimmt. Wirklich? Ja. Versprochen? Sowieso. Ich bring da auch was Schönes mit. Ja? Ja. Was denn? Ein Parfüm. Ui, fein! Liebst du Chanel? Langsam war's mir lieber! Na, Peter, wirklich. Das ist mir jetzt alles gleich. Der Onkel muss heute mal aus dem Haus. Ja, weil wir werden nachher schon mit dem Theo reden. Ist mein Mann nicht da? Dein Mann? Was für ein Mann? Ja, der Theo heute. Ach so, der Theo. Du weißt scheinbar auch schon immer, ob du ledig oder verheiratet bist. Ha? Heute hat er sich noch nicht sehen lassen. Schlaft der Onkel noch? Also von dem möchte ich nichts hören. Wieso? Der macht ja saubere Geschichten. Was denn? Stell dir vor, wie ich gestern mein Bub den Bäderl umbetten will. Was glaubst denn du, in was der Kling ist? Dann seine Windeln halt. Von wegen. In meiner nagelneuen Tischdecken ist der Kling. Na, wie ist er denn da reinkommen? Da fragst du mal meinen Mann. Mich? Wieso mich? Ja, wieso die? Hm? Du hast doch gestern unserem Burmann Onkel gegeben. Ja, der hat ihn wahrscheinlich trockenlegen wollen und hat dazu meine neue Tischdecken genommen. Mein Liebe, die hab vielleicht ausgeschaut. Das kann ich mir denken. Morgen, Frau Gemahlin. Morgen. Servus, Schwager. Ja, guten Morgen. Grüß dich Gott, Schwagerin. Bleiben Sie mir bloß 10 Schritt vom Leib. Ich bin gewiss eine verträgliche Person. Ist das wahr, Peter? Ja, teils, teils. Aber was zu viel ist, ist zu viel. Ja, das hat der Stammhofer auch gesagt. Wie ihm die Kellnerin statt 5,5-7 Masse aufgerechnet hat. Also wie sie es machen, ist mir gleich. Der Onkel muss auf jeden Fall heute noch aus dem Haus. Ja, das wäre ja auch mein sehnlichster Wunsch, wenn er aber nicht geht. Das ist eine Sache, er muss. Da brauchst du mir jetzt nicht so anschreien. Ach. Ich bin ja nicht allein schuld. Auch die Betty. Was, ich? Ja, du. Weil du ihm so schön getan hast. Wärst du auch so ein Drachen wie... Was? Wie die meisten Frauen eben sind, war der Onkel schon lang heimgefahren. An der ganzen Geschichte bist bloß du schuld. Oh, der Arme ist hier, den kann ich wegschmeißen. Weil nur ich schon wieder schuld bin. Ja, hättest du den Theo den Hof nicht geliehen? Hätte der Theo keine Frau gebraucht. Ja, hätte der Theo kein Kind nicht braucht. Ja, hätte der Theo keinen Hof gebraucht. Hm. Das stimmt ja alles. Ja. Aber der Onkel ist einfach einmal da. Und das schafft den Onkel nicht fort. Deswegen habe ich den Hof gebraucht. Ja, und weil der Theo einen Hof gebraucht hat? So habe ich auch eine Frau gebraucht. Und weil der Theo eine Frau gebraucht hat? So habe ich auch ein Kind gebraucht. Ja. Das senkst doch ein, oder? Nein, das sehe ich nicht ein. Ja, aber sowas muss ich nicht ein. Nein, das ist ein. Was ist denn da los? Bleibt in die Wahlversammlung, hä? Was soll denn der ganze Spektakel da, hä? Fragen Sie mal einen sauberen Neffen. Hä? Der soll jetzt mal einen Song. So?
Also, da sauber dann nicht raus damit. Um was geht's denn? Ja, weißt, Onkel, es gibt manchmal Umstände. Ich mach keine Umstände und rede ist mir viel lieber. Meine Frau wird dir die Sache erklären. Was, wie? Also, Pepe, raus mit der Sprache. Was geht's denn? Ha? Was? Ha? Der Verwalter wird's dir erklären. Was? Also, Herr Verwalter, raus mit der Farbe. Was geht's denn? Also die Geschichte ist ja so. Nein, Herr Verwalter, die Geschichte ist nämlich anders. Die ist nämlich ja so. So. Sie verlassen ab heute sofort dieses Haus. Sie sind hiermit somit fristlos entlassen. Ja? So? Ja. Ja, wieso denn? Sagen Sie mir, haben sich die Verhältnisse über Nacht so geändert? Die Verhältnisse. Gerade die Verhältnisse. Das ist das, was mir gar nicht passt in dem Haus. Aha. Ja. Ja. Wo haben denn Sie halt nachgeschlafen? Ja, im Bett. Aha. In was für ein Bett? In meinem Bett. Das können Sie dem Großvater erzählen, gell? Herr Dullinger, ich gebe Ihnen mein Wort darauf, dass ich heute Nacht in meinem Bett geschlafen habe. So, und ich gebe Ihnen mein Wort darauf, dass Sie mich angelogen haben. So? Ich weiß nämlich alles. Was wissen Sie? Ich habe auch alles gesehen. Was haben Sie gesehen? Wie Sie da rausgeschlichen sind, da nüger an die Kammer von der Amme. Dann haben Sie geklopft, dann ist die Amme rausgekommen. Dann haben sie ihr Apostel gegeben und dann seid ihr da rein. Und dann, habt ihr sauber das Licht ausgemacht. Oh, ich hab noch genau gehört, wie sie den Riegel vorgeschoben haben. Ja, das haben sie auch noch gehört. Das hat ja gut gewaschen, ne? Schauen Sie mal, wie können Sie denn sowas machen? Haben Sie gar nicht an Ihre Frau gedacht? Schauen Sie, gerade weil ich an meine Frau gedacht habe, deswegen bin ich zur Amme gekommen. Na, da hört sich doch alles auf. Drehen Sie noch nicht auf, Herr Dullinger. An meiner Stelle hätten Sie es wahrscheinlich genauso gemacht. Ja, Frau Halle, bin doch kein solcher. Ne? Wissen Sie, die Amme ist nämlich gar keine Amme. Sondern? Sie ist meine Frau. Guten Morgen, Herr Dullinger. Was? Ja, da sind ja gleich alle Kanarien, viele junge Katzen drin. Seine Frau? Da hat er die Frau, die im Durchgang ist, wieder heimlich ins Haus hereingeschmuggelt. Und mein Theo, mein Neffe, hat ein Auge auf sie geworfen. Das muss aufgeklärt werden. Peppi! Peppi, Peppi, da! Ja, Onkel? Da kommt Brech, da sitzt du her. Ich hab mit dir ein erstes Wort zu reden, gell? Ja. Sag mal, Peppi, wo hast denn du heute Nacht geschlafen? Im Bett. In was für einem Bett, wenn ich fragen darf? Ja, in meinem Bett halt. Das kannst du deiner Großmutter erzählen. Okay. Ich geb dir mein Wort, dass ich heute Nacht in meinem Bett geschlafen habe. Und ich geb dir mein Wort, dass du mich angelogen hast. Hm? Ich weiß nämlich alles. Was? Ich hab auch alles gesehen. Was hast du gesehen? Wie bist du da hinten rausgeschlichen gekommen bist, dann bist du an die Kammertür. Dann hast du zweimal Peter, Peter gerufen. Und dann bist du da rübergeschlichen an die Kammer. Dann hast du da gehorcht. Und dann bist du wieder rüber in deine Kammer hinein. Gott sei Dank war der Verwalter vorher raus und ist rein zu der Amme, die überhaupt keine Amme ist. Und was ist die dann? Seine Frau. So. Was heißt das so? Ist dir das vollkommen gleichgültig? Warum auch nicht? Ja, wo du doch ein Auge auf den Verwalter geworfen hast. Jetzt geht's zu, Onkel. Jetzt lass doch mal wegen dem keine grauen Haare wachsen. Ich wäre froh, wenn ich überhaupt noch ein paar wachsen. Was denn? Ich hab kein Auge auf den Verwalter. Ja, aber dein Mann hat mir ja, doch erzählt. Ja, mein Mann, der hat noch ganz andere Geschichten. Das ist überhaupt so ein Party. Was? Und Onkel, weil wir jetzt gerade so schön beieinander sitzen, muss ich dir was erzählen. Du musst mir aber ganz fest versprechen, dass du nicht böse wirst. Zuerst erzählen und dann verspreche ich. Tja, also, was meine sogenannte Ehe mit dem Theo anbelangt, da ist auch nicht alles in Ordnung. Wieso nicht? Naja, weil, das Kind. Der Zacherl? Ja, von dem ist der Theo nicht der Vater. Nee? Nein.
Ja, wer denn dann? Der Verwalter. Ja! Ehebruch im Hause Dullinger. Solange die Familie Dullinger besteht, hat noch kein Dullinger etwas gebrochen. Aber du Kreatur, du! Hinaus aus dem Haus! Verschwind! Sag mal, was ist denn da los? Du kommst mir gerade. Gerade hat mir deine Frau gestanden, dass du gar nicht der Vater von dem Kind bist, sondern der Verwalter. Und jetzt gehst du sofort ins nächste Wirtshaus und kaufst dir einen Riesenrausch. Und dann kommst du heim und da schluckst du alle. Und jedes Schwurgericht der Welt wird dich freisprechen. Ja, Onkel, warum soll es denn der Schlang? Du Depp, weißt du nicht, der Vater von dem Kind bist? Ja, sie ist ja nicht die Mutter. Ja. Wer denn da? Die Arme. Ja. Arme. Moment. Ehebruch mit der eigenen Frau. Ja, sag mal, warum hast du denn du da an das Vater von dem Kind ausgegeben? Ja, Onkel, du hast mir doch immer geschrieben, wie es mit so einem kleinen Familienzuwachs ausschaut. Ja. Ja, und um dir die Freude nicht zu verderben. Was? Jetzt weiß ich, warum diese immer wie eine Furie auf mich losgegangen ist. Mutterliebe. Habe ich ihr Unrecht getan, der Arme? Muss mich bei ihr entschuldigen. Dann habe ich dem Verwalter auch Unrecht getan. Muss mich auch entschuldigen. Dann habe ich der Peppi Unrecht getan. Muss mich auch entschuldigen. Also, Onkel, ich begreif gar nicht, wie du alle Leute so Unrecht tun kannst. Begreife ich auch nicht, aber sie ist halt einmal so, ne? Peter, wo ist denn mein Mann? Na, sie kommen mir gerade recht. So? Geben Sie mir bitte Ihre Hand. Warum? Wollen Sie heimfahren? Nein, plötzlich, nein. Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Aha. Ich bin ein grober Klotz, aber ich bin ein Münchner und ich weiß, was sich gehört. Ich habe sie immer für die Amme von dem Kind gehalten. Ja. Dabei sind sie ja die Mutter. Ich habe gar nicht gewusst, dass sie mit dem Kind so nah verwandt sind. Ne? Darüber möchte ich mich entschuldigen. Also Sie wissen... Na, ich weiß jetzt alles. Alles? Ja. Also gut, dann will ich Ihnen verzeihen, was mir so alles angetan hat. Ja, Gott sei Dank. Also Herr Dullinger, ja? Eins muss ich Ihnen schon sagen, dass die Peppi mit unserem Kind überhaupt nichts zu tun hat. Das weiß ich bereits und ich möchte mich auch dementsprechend bei Ihnen entschuldigen. Gell? Ja. Hoffentlich ist mir die Peppi nicht auch noch böse. Na, Onkel, wenn nur Sie mir nicht bessern. Ha? Wegen diesem Honigkuck, gell? Aber jetzt wird ein kleiner Dullinger angeschafft, gell? Gern, Onkel. Ja. Aber da muss ich erst meine Frau dazu haben. Ja. Peter, ganz ein Blödsinn, also die Peppi, ne? Ja, die Peppi ist nur meine Braut, wir sind noch nicht verheiratet. Die Peppi ist nicht deine Frau. Du hast überhaupt keine Frau. Die Frau war Schwindel. Das Kind war Schwindel. Und der Hof? Der gehört uns, Herr Dullinger. Also auch der Hofschwindel. Die Eichen, die Buchen, die Tannenwälder, alle Schwindel. Ja, da sind da alle Kanarienvögel junge Katzen gerührt. Nicht böse sein, Herr Dullinger. Na, der Theo ist ja nicht schlecht. Was? Na, er ist ja nur so leichtsinnig. Ja? Und was sagst du? Hat er da gar nichts dazu zu sagen, hm? Ja, mein Onkel, was soll ich sagen? Ja. Ich sehe es auch, dass er Bazi war und dass ich dich nicht so anlügen hätte sollen. Ja, schon, ja. Aber ich hab's der Peppi versprochen, dass er ein anständiger Mensch wäre. Ja. Na, Peter, brauchst keinen Knecht auf deinem Hof. Sag, weiß mir das. Was? Hallo. Der einzige Neffe vom reichen Dullinger hat es nicht notwendig, einen Knecht zu machen. Es wird ein Hof gekauft. Aber diesmal muss ich dabei sein. Und dann wird geheiratet. Da muss ich auch dabei sein. Da wird ein Dullinger gemacht. Da muss ich auch dabei sein. Ich meine natürlich bei der Taufe. Du, Bärchen, du beschwindelst mich nie wieder.